Und genauer gesagt ist es nur ein Märchen. Hat man dir als kleinen Elf nie die Geschichte vom Nordpol-Einhorn erzählt? Nein. Nun, es soll angeblich immer hier aufgetaucht sein, wenn man es benötigte. Aha. Und das ist aber ein schönes Märchen. Ja, nicht wahr? Aber nie hat das Nordpol-Einhorn jemand gesehen. Schade. Ja, es kam immer nur, wenn man Hilfe brauchte für andere und nicht für sich selbst. Aha. Ja. Aber wie gesagt, das ist nur ein Märchen mit dem Nordpol-Einhorn. Und die Milch, ne, die wäre angeblich sehr, sehr lecker, ne, und eine echte Delikatesse, etwas sehr Besonderes. Das wäre schon was für das 500. Jubiläum für den Weihnachtsmann. Aber wie gesagt, ein Nordpol-Einhorn, das gibt es leider nicht. Ich lebe schon lange hier am Nordpol, du weißt, noch länger als du. Und bis jetzt habe ich es noch nie gesehen. Ich müsste es wissen, wenn es hier eins gäbe. Wir haben Yetis, wir haben Weihnachtselfen, wir haben Schneeeulen, aber ein Nordpol-Einhorn, das haben wir leider nicht. Das bleibt nur ein Märchen. Leider. Also müssen wir uns etwas anderes ausdenken, was wir dem Weihnachtsmann schenken könnten. Die Idee an sich ist schon verrückt, dem Weihnachtsmann etwas zu Weihnachten zu schenken. Aber dir gefällt die Idee, oder? Ja, die Idee ist gut. Na siehst du, dann lass uns mal überlegen. Vielleicht einen neuen Schlitten? Ach, der bekommt doch alle 100 Jahre einen neuen Schlitten. Das ist nichts Besonderes mehr. Stimmt auch wieder. Ja. Schwierig. Also, das bereitet mir jetzt wirklich Kopfzerbrechen. Ja, mir aber auch. Irgendwas müssten wir dem Weihnachtsmann mal schenken. Ja. Aber vielleicht könnten wir ja auch... Moment, geh mal zur Seite. Guck mal, was da kommt. Spinn ich oder träum ich? Zwick mich mal. Gerne. Aua, doch nicht so doll. Ich sollte dich doch zwicken. Ja, ist ja gut. Guck dir das an. Ein richtiges Nordpol-Einhorn. Weiß wie der Schnee des Nordpols. Hab ich das jetzt nur geträumt? Oder habe ich schlechte Milch getrunken? Oder war da gerade wirklich... ein Nordpol-Einhorn. Richtig. Moment. Da war ja wirklich ein Nordpol-Einhorn. Ich werd verrückt. Und das, nachdem ich seit über 1200 Jahren hier arbeite. Ja, man wird alt wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu, was? Ja, das kannst du wohl laut sagen. Nee, lieber nicht, du hast mich ja verstanden. Ja, ach, du bist ja doof. Aber jetzt müssten wir das Nordpol-Einhorn mal einfangen. Einfangen? Ja, glaubst du, das gibt uns freiwillig seine Milch? Das ist zwar eine Stute, ne, das Nordpol-Einhorn, also ein weibliches Einhorn, aber man muss es fangen und zähmen. Sonst gibt's keine Milch. Oder man müsste das Einhorn aus irgendeiner misslichen Lage befreien. Moment! Jetzt warte doch mal! Ich komm auch! Ich will dir mithelfen! Jubi, Einhornjagd! Aha, so ist das also. Einhornjagd. Und dann noch Nordpol-Einhorn. Ich habe auch immer gedacht, das Nordpol-Einhorn wäre nur ein Märchen. Das ist ja interessant. Mit dem Fell des Nordpol-Einhorns müsste ich nie wieder frieren. Und wenn ich es getötet habe, dann werde ich auch für immer böse bleiben. Und dann wird es auch keinen Weg mehr geben, mich zurückzuverwandeln in Gut. Aber alleine, oder besser gesagt persönlich, will ich das Einhorn nicht fangen. Moment, ich hab doch da meinen Diener.
meinen persönlichen Sklaven. Blecki! Bleckelein! Komm sofort her! Beweg dich! Ich befehle es dir! Sonst verzaubere ich dich in einen Schneemann. Blecki! Du unnützer Rabe! Wo bist du denn? Auf den ist auch kein Verlass mehr. Blecki! Sofort kommst du hierher. Sonst gibt's heute Abend Rabensuppe. Ja, ich bin jetzt schon da. Mensch, ihr braucht ja nicht so zu schimpfen. Das ist ja Diskriminierung. Jetzt hör mir bloß auf mit deiner Diskriminierung. Ja, was willst du denn überhaupt von mir? Ich habe einen Auftrag für dich. Einen was? Ich habe einen Auftrag für dich. Ach, Menno, nicht schon wieder. Aber jetzt hör mal zu, meine Gutste. Wenn ich jetzt wieder irgendwelchen Schnickschnack für deine Hexentränke besorgen soll, dann... Nee, nichts davon. Außerdem sei nicht so frech, sonst verwandle ich dich wirklich nochmal in einen Schneemann. Ich werde dich zum Nordpol zaubern. Was? Nee. Ohne mich. Also, ich meine, ich bin ja schon froh, ne, wenn ich vom Osten wegkomme, ne, ich bin ja schon im Süden, es reicht mir, ich muss ja nicht noch im Norden. Nein, keine Widerworte. Du wirst zum Nordpol reisen. Ja, und was soll ich denn machen? Du wirst für mich das Nordpol-Einhorn fangen. Ein was, Billy? Das Nordpol-Einhorn. Und woran erkenne ich das? Das sieht aus wie ein Pferd, was ein Horn auf der Stirn hat. Okay. Und dann? Ich werde dich mit meiner Hexenkugel überwachen. Und wenn ich sehe, dass du das Einhorn hast, dann werde ich dich zurückzaubern. Und wenn du das Einhorn berührst, dann wird es auch automatisch hier hinkommen. Ich will es nämlich einfangen. Ich will es für mich haben, um für immer böse bleiben zu können. Und hat es noch einen anderen Hintergrund? Ja, ich will, dass das einzige ideale Weihnachtsgeschenk für den Weihnachtsmann mir gehört. Mein lieber, guter Blecki, ja? Erfüllst du mir den Wunsch? Nö. Was sind denn das für komische Worte aus deinem Mund? So kenne ich dich ja gar nicht. Runter von der Hexenkugel! Ja, so kenne ich dich schon eher, du alte Stinkehexe. Jetzt hör mal zu. Du merkst selber, ich verändere mich. Und das hat auch seinen Grund. Nach 500 Jahren ist es halt soweit. Ich muss wieder einen Weg finden, böse zu werden. Und ultimativ böse kann ich auch durch das Nordpol-Einhorn werden. Und deswegen bringst du es mir, damit ich nie wieder gut werden kann. So, und weg mit dir. Sehr schön. Wenigstens dafür reicht meine Zauberkraft noch aus. Sie wird nämlich auch immer gut. Besser. Am besten. Sie wird positiv. Das ist doch ekelhaft. Sie muss negativ sein. Moment, was brauche ich denn noch für das Einhorn? Ach ja, einen Käfig. Damit es nicht abhauen kann, wenn es merkt, dass ich es töten will. Hokus. Hokus, Fidibus, Käfig, Indoxus. Na bitte. Der sieht jetzt mal stabil aus. Ha, hervorragend. Damit kann gearbeitet werden. Und da wird auch das Nordpol-Einhorn reinkommen. Wenn es hier ist, wird es in einen tiefen Schlaf fallen. Und dann werde ich dafür sorgen, dass es nie wieder aufwacht. So. Aber jetzt will ich erst mal sehen, wie sich mein Blecki bei der Nordpol-Einhornjagd so bewährt. Das kann ja interessant werden. Ein Rabe jagt zeitgleich mit dem Weihnachtssack Bartholomäus und dem Oberwichtel Fritz, dem Oberweihnachtself. Verzeihung, ein Nordpol-Einhorn. Ich bin mal gespannt,
wer diese Jagd für sich entscheidet. Aber was reite ich denn hier noch rum? Ab an meine Hexenkugel. Los, du dummes Ding. Zeig mir, wie es am Nordpol aussieht. ZZ, ziemlich zügig.